So, die Posing Patrol ist unterwegs. Wie natürlich üblich bei einer deutschen Meisterschaft, bei so einem geilen Event. Und zack, da haben wir die Tür auch schon auf. Schönen guten Tag, Pizzaservice. Hallöchen. Alleine? Mit der Pizza? Nein, mit meinem Coach Alex. Ah, da ziehen wir doch mal eiskalt rein hier ins Zimmer. Guck mal, ganze Spontanität haben wir mitgebracht und hier haben wir auch den Coach liegen. Hallöchen, Coach. Hallöchen. Beschäftigt? Ja, ein bisschen, weil sind heute einige Athleten da und ich muss natürlich jedem gerecht werden und da kommt man manchmal ein bisschen in Zeitmangel. Wie viele Athleten hast du denn morgen? Also von meinem Team allein 8, aber aus Baden-Württemberg 32. 32 Athleten, 32 Kinder, die gefüttert werden morgen und um die sich gekümmert wird. Ja, Sabit, wir haben ja vorhin schon gesehen beim Interview, hast dich ja schon knallhart präsentiert, allerdings wir lassen uns das nicht nehmen, denn wir sind nämlich die Posing Patrol und auch wir möchten ganz gerne nochmal was sehen, für die Fans natürlich. Letztes Jahr hat der Sabit noch für die Party gesorgt, heute ist er selber Teil der Party. Du konntest ja beim Wiegen deine Konkurrenten schon mal ein bisschen begutachten und ich weiß jetzt nicht, was der Coach gesagt hat, aber was würdest du selber sagen vom Konkurrentenfeld her? Also ich werde gewinnen. Das ist meine Einstellung. Ich muss siegen und fertig. Ja. Dann zeig uns mal, wie du siegen willst. Ja. Also. Coach ist zufrieden? Ja, aber wir haben ein bisschen aufpassen müssen heute. Wir haben ein bisschen zurückhalten müssen wegen dem Gewicht, weil er war ziemlich knapp mit dem Gewicht heute Morgen. Deswegen haben wir nicht nach Plan laden können. Es wird jetzt noch heute Abend ein bisschen geladen. Aber jetzt haben wir natürlich eher zu wenig geladen, aber lieber so, wie wenn du dann noch schwitzen musst oder rennen musst. Das Gewicht hat jetzt gepasst, er ist auf alle Fälle drin und ja, also für mich ist er noch ein bisschen flach jetzt, weil einfach noch fehlt Material, das muss noch rein und für morgen bin ich sehr zuversichtlich, also alles andere passt. Dann würden wir sagen, Sabit, danke für diese Vorstellung. Wir sind natürlich gespannt, wie das Ganze morgen auf der Bühne denn auch aussieht, gerade im Bühnenlicht. Und wir haben ja natürlich in Vergangenheit schon einiges von dir sehen dürfen, denn dieser junge Mann hat schon ein paar Siege in dieser Saison eingefahren. Und wir wollen mal schauen, ob es morgen das gleiche Spiel wird. Viel Spaß. Ja, danke schön. Ich gebe mein Bestes. Jetzt laden wir noch ein bisschen auf und dann... Dann wird geschlafen. Genau, ausruhen. Und morgen wird gerockt, ja. Keine Gnade an dieser Stelle, die Posing Patrol ist unterwegs und Erich, wir wollen von dir auch mal eine Pose sehen. Nein, du warst ja gerade mit dabei beim Wiegen und hast ja natürlich die Athleten gesehen, gerade auch Männer 5. Ich glaube, jetzt seit 10 Minuten groß im Gespräch, oder? Ich habe einen gesehen, also einen ganzen langen, der wird wahrscheinlich siegen. Das war ein Joke. Mir wird sehr hart, wenn die lachen alle da hinten, muss ich auch lachen. Ja, das ist völlig normal. Ja, aber wir haben also die seltene Kombination wieder. Revanche vom Horst gegenüber Paul, weil die waren ja schon mal gegeneinander gestanden. Denkst du, diesmal wird es anders ausgehen? Du, das ist immer so, wie ich den Horst kenne, der ist immer auf dem Punkt topfit, also der bringt das immer auf den Punkt. Ob das nochmals der Fall ist, wenn wir morgen auf der Bühne sind, Paul schaut auch immer, wie immer, super die Linie, die der hat und die Proportionen sind natürlich toll, hat natürlich auch ein paar bei so einem Superathleten Schwächen zu nennen, wo der Horst halt die Stärken hat, das ist Beine. Paul hat eine riesige Beine von der Seite, unglaublich. Aber halt die Innenseite von den Oberschenkel ist ein bisschen, war bis jetzt eine, in Anführungsstrichen, Schwäche. Aber er hat ja auch weiter trainiert, also wird das auch vielleicht morgen zu sehen sein, dass er sich da verbessert hat. Und dann haben wir noch den Hausmann. Den langen, auch brutal. Hoch wie ein Haus. Dann haben wir auch noch andere am Start, die dürfen wir auch nicht unterschätzen, auch wenn die nicht diesen Namen dieser großartigen Athleten hat. Aber es wird spannend. Wir haben selten so eine tolle, ja, und dann Hobby dürfen wir nicht vergessen. Der Markus ist ja auch ein Haus, auch Linie super. Bei dem hat es immer ein bisschen gehappert an der Qualität. Wenn der die bringt, ist er schwer zum Schlagen, weil der hat auch super Beine, Linie.
Proportionen. Ja, es wird spannend werden. Und in die anderen Klassen sind ja auch tolle Athleten, wenn man denkt, ich sehe schlecht. Auch in die Männerphysik haben wir ja sowieso die tollsten Athleten, auch international und auch in den anderen Klassen. Also würdest du sagen, es ist berechtigt, wenn wir heute Abend alle nicht schlafen können, weil wir einfach zu aufgeregt sind auf morgen? Ja, jetzt warten wir mal ab. Ihr seid dann aufgeregt, wenn die Bikini-Mädels kommen. Die sind ja alle so toll. Wir sind auf alle aufgeregt, wenn sie alle kommen. Ja, also ich glaube, großartig wird das morgen. Werden halt viele rausfallen, weil Top 6 sind halt einfach, ist hart oft, weil auch die Achten, habt ihr Bikini-Physik, könnten auch Dritte, Vierte sein, ist oft Tagesform, Glück, Verkaufen, Präsentation, alles spielt da ein bisschen eine Rolle und wird knapp werden. Also die schauen die meisten wirklich sehr gut aus. Wir sind gespannt. Wir sehen, du hast auch noch ein bisschen Arbeit, deswegen wollen wir dich auch gar nicht weiter aufhalten. Wir wünschen dir einen ganz schönen Abend und wir sind auf jeden Fall alle morgen dabei für euch vor Ort bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft 2015. Ich darf nur sagen, ist sicher sehenswert, wenn die das einmal live sehen im auf dem Foto, im Fernsehen, ist zwar wunderschön zu sehen, aber wenn man die live sieht, dann ist das ganz was anderes. Du weißt das selber, du bist das selber. Kommt vorbei, Ruhrkongress Bochum, wir sind auf jeden Fall vor Ort und wie der Erich schon sagt, live ist das einfach die absolute Härte. Jawohl. Wir haben schon was gesehen, danke Erich. Danke ebenfalls, tschüss. Mal schauen, was sich hinter diesen Türchen versteckt. Das ist wie Weihnachten, das ist schon ganz interessant. Huch! Hallo! Sie sehen aber nicht aus wie Herr Klein. Nee, wir suchen den Herr Klein, LKA Bochum. Schönen guten Tag. Kommt mal ganz schnell rein. So, Thilo, altes Haus. Haus ist auch richtig, wa? Nee, weiß ich nicht. Bei einem Gewicht von, was hast du heute gehabt? 97 Kilo. 97, jetzt hast du natürlich hier den Jackpot gewonnen. Wir sind nämlich die Posing Patrol. Das heißt, wir sind richtig frech. Wir ziehen hier durch das Hotel durch, wo alle Athleten untergebracht sind, die morgen ja starten. Und haben uns gedacht, jetzt klopfen wir einfach mal so willkürlich an die Türen. Wir wissen gar nicht, wer dahinter sitzt. Nein, jetzt haben wir hier Thilo Klein erwischt. Und Thilo, jetzt ist natürlich deine Minute. Und zwar für die Fans wollten wir noch mal ein paar Posen entlocken. Würdest du noch mal kurz was zeigen, bevor du dich schlafen legst? Ich bin gerade nackt, das ist nicht so passend. Willst du erst was anziehen kurz? Ich glaube, ganz gut, oder? Ja. Dann würde ich sagen, schalten wir mal nach hinten weg oder mal so. Ja, kommt mal hier mit, kommt mal hier. Das könnt ihr nämlich nicht sehen. Aber was wir sehen können, ist die Freundin, Frau? Freundin, genau, Freundin. Die Michelle. Haben wir aber schon vor. Wann haben wir uns gesehen? Vor einem Jahr? Letztes Jahr, glaube ich. Nee, auf der Deutschen. Auf der Deutschen, genau. Ne? Ja, da haben wir uns auch schon gesehen. Genau. Und? Hat er sich ein bisschen verändert, dein Männer? Ja, auf jeden Fall. Gut. Ins Gute oder ins Schlechte? Ins Gute. Mit jedem Wettkampf wächst man, dann weiß man, wie man was zu tun hat, welche Hausaufgaben man zu machen hat. Ja, jetzt haben wir noch so ein bisschen geswitcht, was das Entwässern angeht und was das Laden angeht für die Wettkämpfe. Genau. Ja, ich denke, wir sind gut dabei. Wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt so ein Athlet das erste Mal startet, ist er total aufgeregt, voll nervös. Von Wettkampf zu Wettkampf kehrt er immer mehr Ruhe ein. Würde man das bei Thilo genauso sehen? Ja, der ist eigentlich ziemlich entspannt. Also letztes Jahr, das erste Jahr, wo der noch als Junior gestartet ist, war es schon ein bisschen anstrengender. Gut, man wusste nicht genau, wie man was machen sollte. War der schon ein bisschen nervöser, genau. Aber jetzt dieses Jahr ist es eigentlich, ja, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also von den Kleinen zu den Großen. Genau, sehr umgänglich. Dann wollen wir mal schauen, wie so ein Großer aussehen kann. Du kannst ruhig da hinten stehen bleiben, Thilo. Oh ja, siehst du? Ja. Das ist nämlich immer der Punkt. Die Athleten wissen ganz genau, wie sie sich positionieren müssen. Es ist mal so ein kleiner Vorgeschmack, den wir auf morgen haben. Thilo ist natürlich sehr bekannt für seine außergewöhnliche Linie, die ja wirklich sehr, sehr schön ist. Also in der Szene sagen wir wirklich schön. Schmale Taille. Schöne ausladende Muskulatur, super Linie und wie der Murat heute Abend schon gesagt hat, ohne natürlich den Thilo zu beleidigen, er könnte auch locker mit dieser Linie bei den Classics mitmachen, Physics, Entschuldigung. Ja, aus Rom, geht noch ein bisschen was aus. Da weiß ich auf jeden Fall jemand zu präsentieren. Thilo, wenn wir jetzt abwiegen müssten, eher Masse oder eher Linie, was glaubst du, was wird eher auf einer Bühne punkten? Beides.
Nee, die Kombination macht es, finde ich, ein. Das hat er jetzt nur gesagt, weil er nämlich beides hat. Oh ja, das ist gut. Das wusste ich, danke dir. Ja, nee, vom Auge her auf jeden Fall. Also ich bin ja mehr, weil ich die Linie natürlich habe, gehe ich gerne auf diese Liniengeschichte ein. Ich finde, die macht viel aus. Die Symmetrie, die Linie einfach. Macht schon viel an Masse, kann man damit wettmachen. Gegen andere Stärkerteilnehmer, was, wenn die mehr Masse haben. Aber ich finde, man braucht diese Kombination einfach. Die fehlt mir auch noch, die Masse, wo ich hin möchte. Aber wo würdest du denn gerne mal hin? Ja, nach oben. Ohne Limit. Ja. Dann sind wir auf jeden Fall gespannt. Nur wir hoffen natürlich bei dir, weil du gerade so eine schöne Linie hast. Egal was passiert noch, mach die nicht kaputt, die Linie. Ich glaube, das ist die halbe Miete für einen Wettkampf. Das wird mir oft gesagt, werde ich auch definitiv beibehalten. Finde ich auch selber natürlich extrem geil. Ja. Somit können wir natürlich immer um eine Menge Fans hoffen, die für Thilo Klein auf jeden Fall im Jubeln sind. Ja. Also ihr Lieben, wenn ihr das morgen live sehen wollt, kommt her, Ruhr-Kongresszentrum Bochum, und wir bedanken uns dafür, Thilo. Gerne. Wünschen dir und deine Frau da hinten natürlich noch einen wunderschönen Abend und lass das Ding morgen rocken. Bis morgen. Ciao. Ciao. Übermorgen zünden wir das erste Lichtlein an, erster Advent. Heute klopfen wir aber mal schon an den ersten Türen. Guten Morgen. Ah! Hallöchen! Alles schön. Ah! Ist der. Ich bin gerade beim Fabian. Oh, da kommen wir ja genau richtig. Solange keiner nackt ist. Dann bist du, Olympia ist da, ihr dürft schon reinkommen. Oh, das ist. Zack, da sind wir genau in der richtigen Minute gekommen. Was machen die Panzertür hier? Das sind ja Riesenpanzertüren. Nein, ach Quatsch, wir gehen auch mal ein bisschen nach hinten. Hallöchen, Hallöchen, auch Damenbesuch hier natürlich. Ja, jetzt sind wir hier beim Tobias. Tobias haben wir vorhin auch natürlich beim Interview gehabt. Und jetzt wird nochmal Feinschliff gemacht. Ist natürlich ganz, ganz wichtig für Athleten, das kennt er auch mittlerweile, morgen auf die Bühne zu gehen ohne die richtige Farbe. Bringt überhaupt nichts, denn die Farbe ist natürlich sehr, sehr wichtig an dieser Stelle. Tobias, die letzten Stunden kurz vor der internationalen deutschen Meisterschaft, angespannt oder entspannt? Ja, komischerweise werde ich immer entspannter, weil jetzt kommen die ganzen Abläufe einfach, die Automatismen, Farbe und so weiter, jetzt kann man gar nicht mehr so viel nachdenken, sondern jetzt ist man so in dem Modus, der einfach abläuft. Und ja, viel verändern kann man jetzt eh nicht mehr. Man kann nur viel kaputt machen. Wichtig ist ja immer, bist du selber zufrieden? Ja, also die ganzen Anzeigen weisen eigentlich darauf hin, dass es mindestens so gut wie in Prag werden wird. Auch das Gewicht, ja, hat man immer so als Anhaltspunkt. Welche Platzierung hattest du in Prag erreicht? Ja, da habe ich ja den Titel gewinnen können, bis 80 Kilo. Und ja, ich denke mal, wenn ich das Paket bringe oder vielleicht noch gar ein bisschen besser, dann schaut es vielleicht morgen auch ganz gut aus. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Das, die Felder sind sehr stark besetzt, sowohl die Männer 5 Physikklassen als auch die 1er, 2er, 3er und 4er. Dementsprechend, glaube ich, haben die Leute da auch die Latte nicht zu hoch gelegt, als sie schon gesagt haben, diese deutsche Meisterschaft, internationale deutsche Meisterschaft, wird auf jeden Fall ein richtiger Kracher werden. Und bei vielen haben wir jetzt schon gehört, bei unserer Posing Patrol, dass viele jetzt gerade noch am Laden sind, um die Waage zu erreichen, um das Gewicht zu erreichen, eher leer alles und jetzt fangen sie an zu laden. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir war es eigentlich recht stressfrei, aber ich hatte ein bisschen Magenprobleme die letzten zwei Tage, deswegen hat sich das automatisch eigentlich ergeben, dass ich recht gut reinkommen bin in die Klasse mit 79, jetzt 79,0 beim Einwiegen. Und ja, ich werde jetzt auch noch so ein bisschen laden, je nachdem, was jetzt an Wasser in der Nacht nur rausgeht. Also mich zwischen 78 und 79 einpendeln dann, wenn ich morgen das Zimmer verlasse. So ist so mein Ziel. Aber nichts übertreiben, weil ich bin jemand, der, sagen wir mal, mindestens 5 Stunden vor der Bühne eigentlich nichts mehr isst, weil ich meinen Bauch flach kriegen will. Weil es gibt ja genug, die dann da mit so einer Plauze rumrennen und das ist einfach nicht my look. Ja. Bei mir ist die schmale Taille wichtig und ich fühle mich einfach beim Posen viel, viel wohler, wenn der Magen leer ist und ich spüre, was ich anspanne. Ja. Und deswegen, ja, jetzt geht es einfach nach Gefühl. Lass mal das Wasser nur ein bisschen rausgehen, ein bisschen härter werden, ein bisschen laden, die letzten Farbschichten und dann, ja, kann es losgehen. Also ihr seht, enorme Gelassenheit, das ist natürlich auch sehr wichtig bei so einem Wettkampf, denn nicht nur körperlich müssen die Athleten topfit sein, sondern auch vom Kopf her. Und
da Olle Tobi ja nicht mehr so viel auf dem Kopf drauf hat, ein Herrchen, ist er aber vom Kopf her innerlich sehr, sehr... Ja, das, wie gesagt, das war nicht immer so, das war immer ein bisschen mein Problem so, dass ich immer vielleicht den Kopf verloren habe, aber... Hört man die jetzt überhaupt gar nicht raus, echt krass. Es ist einfach so, ich sage mir immer vor, du kannst nicht verändern, was die anderen machen, du kannst nur verändern, was du machst. Und von dem her ist jeder Gedanke an die anderen oder was die machen und wer da, wer ihr was ist, eigentlich Zeitverschwendung und bringt dich nur von der Konzentration ab. Von dem her. Damit die auch nicht einstürzt, werden wir uns jetzt auch wieder davon schleichen, denn wir werden euch mal den Platz hier lassen. Wir sind gespannt auf morgen. Wir wünschen dir viel, viel Erfolg, viel Spaß morgen. Rockt das Ding richtig, so wie die anderen auch. Und da können wir auf jeden Fall auf was gespannt sein. So muss das. Mal gucken, was sich hier verbirgt. Wir sind gespannt. Hallöchen. Wieder jemand, der nicht so aussieht wie den, den wir suchen. Nein, der Athlet ist jetzt gerade unter der Dusche. Was? In der Badewanne praktisch. Gerade am Pinsel. Zum Pinsel. Wollt ihr reinkommen? Ist er nackt? Dürfen wir reinkommen? Ihr könnt reinkommen, rein. Ja. Er ist nackt, wir dürfen rein. guck mal, da guckt er. Da guckt er vor. Die Tür zu, oder? Nein. Tja, knallhart. Posing Patrol ist da einfach immer direkt raus. Sag mal, was läuft denn? Das haben wir auch noch nicht gehabt. In der Dusche am Posen. Zack, zack. Alle Hausaufgaben gemacht. Gute Dinge für morgen. Das sieht auf jeden Fall so aus. Du hast aber auch ein riesen Konkurrentenfeld morgen. Ist dir das überhaupt bewusst? Ich habe noch nicht alle gesehen, aber es waren auf jeden Fall eine Menge. Ich denke mal 15 bis 20 Athleten werden es gewesen sein. Ich glaube, die ist recht gut besetzt wieder, die Klasse. Aber auf der Bühne werden die Punkte gezählt, von daher. Ich bin guter Dinge. Ich habe letzten 12 Wochen richtig Gas gegeben und versuche das am Morgen zu Ende zu bringen. Was mich ja auch schon wieder so fasziniert, auch wie gerade eben beim Tobias Gerblinger, du bist auch total gelassen und wir wissen ja natürlich aus vertrauten Quellen, ja, dass du für FA unterwegs bist, für die Firma, ja, dementsprechend gerade total am Aufbau, ihr seid da voll am Machen und, ja, Tun. Wie kriegt man so eine Vorbereitung unter einen Hut mit so einer intensiven Arbeit? Ich weiß nicht, das kann man eigentlich ganz gut verbinden, dadurch, dass der Arbeitgeber so dicht und nah an dem Sport auch dran ist und halt genau nachvollziehen kann, wie man sich fühlt und was da alles dran hängt und was man da leisten muss, konnte ich es mit FA ganz gut kombinieren. Ja, ist natürlich jeden Tag Vollgas. Also ich hatte die letzten 8 Wochen dann bis zu 3 Trainingseinheiten am Tag. 2-mal Cardio, 1-mal Kraft. Dazu 9 Stunden Arbeit, Fulltime-Job, noch einen Sohn zu Hause. Und naja, man muss gucken, dass alles so funktioniert, wie man das dann auch braucht. Das muss alles genau getimed sein über den Zeitraum. Und ja, man muss voll dabei sein, voll bei der Sache, jeden Tag 120%. Und dann geht das am Ende auch. Und bist du mit dem Kopf nur bei dir selber oder bist du auch beim Team Markus Hausmann, Paul Polocek und Anna Meyer? Natürlich bei allen. Die Jenny fehlt dann noch, Jenny Rode in dem Gespann. Die hat auch eine Topform in der Figur. Und ja, lassen wir uns überraschen, was geht. Also ich bin sehr optimistisch fürs ganze Team auch. Wir waren ja auch im vorletzten Wochenende schon sehr erfolgreich auf der Hessen und NRW und das wollen wir natürlich fortsetzen. Tja, direkt aus der Dusche heraus, wie ihr seht, keine Seite, Gnade. Kommt jetzt, zack. Ja, so muss das aussehen und wir erwarten auch nichts. Bei 92 gestartet vor 12 Wochen und top zufrieden mit dem Ergebnis jetzt, mit dem Resultat. Mal gucken, wie es morgen früh aussieht. Wir befinden uns ja auch hier nicht beim Gartenfest 99, sondern befinden uns bei der internationalen, genau, deutschen Meisterschaft. Wir wünschen dir viel Erfolg für morgen. Ja. Wir lassen dich jetzt wieder in dein Düchlein. Ja, schicke Schuhe, schicker Schlüpper, aber top Body. Alter Schwede. Danke. Was denn? Gerade geklopft, was denn? Wir haben mal hier. Was ist denn hier los? Schönen guten Tag, GEZ, ARD, Rundfunkmobilien, Hallöchen. Was ist denn da drin los? Da wird eine Athletin eingefärbt. Oh. Tür aufmachen. Und wir können jetzt. Zack. Oh, hat sich gerade versteckt. Ist das ein reines Frauenzimmer hier? Ja. Okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, welcher Mann wurde nicht erzogen. Aber hier, reines Frauenzimmer? Aber die Flex mit Arni drauf. So ist es. Anna. Ja. Wir hatten dich ja vorhin schon im Interview. Wir kommen jetzt schnurstracks gerade von dem Teamkollegen, den Martin, der ja, Jurischka, der ja morgen in der Physikklasse startet, du in der Bikini-Klasse und ich glaube, wenn ich richtig gehört habe, ein Drittel, glaube ich, der ganzen Athleten, die morgen starten, sind Bikini-Damen? Ist das richtig? Habe ich da richtig gehört? Davon habe ich noch nichts gehört, aber das
glaube ich, sofort aufs Wort, weil die Bikini-Klasse explodiert ja. Ich wollte jetzt auch keinen Druck ausüben, aber nein, du hast richtig Konkurrenz. Machst du nicht. Also wie gesagt, ich weiß, es wird hart, aber ich freue mich drauf, weil erst auf einem, also bei einem starken Feld, wenn du da halt eine Platzierung irgendwie bekommen hast, mit der du zufrieden bist oder sein kannst, dann weißt du, okay, es ist alles gut, es ist halt viel mehr wert, denke ich mal, als, ja, wie gesagt, starkes Feld, gute Platzierung dort zu erzielen, ist halt schon. Erich Janer hat vorhin auch schon durchblicken lassen, dass es sehr, sehr schwer wird für die Kampfrichter. Und bei dir ist es ja natürlich nun so, du hast ja auch nicht nur jetzt morgen zur deutschen Meisterschaft mal wieder eine große Meisterschaft. Was haben wir denn da? Was ist denn da? Bikini? Ist das dein Bikini für morgen? Das ist mein Bikini für morgen, ja. Wie wichtig ist der Bikini? Oh, der Bikini ist ganz, ganz wichtig, weil das ist ja nämlich das Einzige, was den Körper verhüllt. Man darf auch nicht vergessen, hier bei der internationalen deutschen Meisterschaft, aber auch im Frühjahr bei der deutschen Meisterschaft, es geht ja nicht eigentlich nur darum, sich ein Bikini zu kaufen und den anzuziehen. Da gibt es auch richtig Regeln. Ne? Der muss so sitzen und so sitzen. Ist das sehr streng? Also jetzt ist es aktuell nochmal alles strenger gemacht worden. Das heißt, der Bikini darf jetzt nicht mehr so knapp am Hintern sitzen. Der darf auch nicht verrutschen oder so. Also das muss alles schon ein bisschen gesittert dazu gehen. Würdest du denken, dass als es früher noch ein bisschen knapper war, dass vielleicht manche Athletinnen damit ihre Vorzüge ein bisschen vielleicht Punkte rauslocken wollten? Also ich weiß es nicht. Sex-Sales-Thema? Ja gut, ich sag mal, wenn eine Athletin sexy ist und sexy rüberkommt und sich sexy rüberbringen kann und einen sexy Hintern hat, dann wird er es auch mit 5 cm Stoff auch nicht unerotischer wirken. Da spricht jemand aus Erfahrung auf jeden Fall. Also ich finde es nicht verkehrt, wenn man, sage ich mal, einen Standard festlegt und dass man jetzt sagt, okay, alle Höschen sind gleich groß, ist ja genau das Gleiche wie mit den Schuhen, dass man den deutschen Standard ja auch dem internationalen angepasst hat vor einer Zeit und gesagt hat, okay, Plateaus bitte nicht mehr. Das finde ich halt eigentlich auch gut. Also die Buffalos aus den 90ern, die bleiben ja ab jetzt zu Hause, die werden nicht mehr getragen. Und pünktlich zur internationalen deutschen Meisterschaft 2015 hast du ja mal wieder einen neuen Partner auch ins Boot gezogen oder an Land gezogen, sagt man, FA jetzt aktuell. Die werden, denke ich mal, morgen auch ein ordentliches Auge drauf werfen. Gibt das nochmal so ein bisschen Druck? Nein, Druck nicht. Also was heißt, mittlerweile werde ich ja halt durch FA jetzt von zwei Firmen unterstützt und dann muss man sie natürlich auch zufriedenstellen, beide, das möchte man auch, dass man halt da, ja, wie gesagt, die Leute halt da auch ein bisschen zufriedenstellt. Das vom FA-Team, da freue ich mich ja eigentlich drauf, es ist auch gar kein Druck, weil im Gegenteil, es ist ein Miteinander, es ist ja der Markus Hausmann und der Paul Polocek, die sind ja auch mit im Team, der Martin von der Physikklasse und das wird halt schon die Jennifer Rode, die jetzt sich gerade da nackig einfärben lässt, die ist ja halt auch in der Figurklasse, gehört auch zum Team, von daher ist das halt schon schön. Also ich sag mal Druck, nein, auf keinen Fall, sondern eher halt Freude, dass man da irgendwo nicht nur mit dem Hessen-Team hier ist, sondern halt auch noch von der Firma nochmal. Team an Team. Was ihr jetzt gerade am Bildschirm seht, das seht ihr richtig, denn auch wir sehen das hier. Diese Frau hat totale Gelassenheit, die hat Bock auf morgen und wir sind gespannt. Wir wünschen viel Spaß morgen. Dankeschön. Ich bin selber gespannt, ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, ich kann mich so präsentieren, wie ich mir das alles vorgenommen und vorgestellt habe und dass ich aufwache und in den Spiegel gucke und alles ist cool. Also, wir wachen auch morgen auf und gucken auch in den Spiegel und hoffentlich ist auch dann alles cool. Dankeschön. Sehr gerne, ich danke euch fürs Vorbeikommen. Kuckuck, da sind wir schon wieder. Tja, wir hauen hier eiskalt. Eigentlich würden wir die Tür eintreten. Das ist so. Eigentlich würden wir die Tür eintreten, aber wenn so ein Mann mit so einer schönen Frisur uns die Tür aufmacht, dann klopfen wir auch mal. Ja, hast du doch was verloren, wenn es nachher nochmal wild wird hier und bitte nicht stören. Hallöchen. Hi. Jetzt mal ganz ehrlich, hast du dich für uns jetzt so gestylt oder nee, ich war das eben der Schreck durch das Klopfen? Ich habe nichts zu tun, habe ich gedacht, probiere ich mal schon ein paar Frisuren aus. Ja, vor allem, wenn man so eine Haarpracht hat wie du, dann kann man das ja auch machen. Ja. Was viele bei dir, glaube ich, sehr interessant finden, sind jetzt nicht unbedingt die Haare, sondern was er hier im Zimmer zu stehen hat. Schaut euch das mal an. Ja, sein Nachbar, sagt er. Sein Nachbar. Nein, Marcel, was viele, glaube ich, bei dir interessant finden, ist, du spiegelst ja einen Athlet wieder, der nicht gerade aus der heutigen Zeit ist, sondern auch von früher, richtig? Ist das auch dein Favorit? Also dein Vorbild? Also ich habe viele Vorbilder.
Natürlich die Person, die du ansprichst. Sag uns mal den Namen. Frank Zane. Ja, ich wollte es nicht selber sagen. Ich wusste es gerade nicht, deswegen musstest du es sagen. Ja, also ich werde halt immer wegen meinem Posing und so immer mit Frank Zane verglichen. Ist natürlich eine Ehre. Wahrscheinlich auch gerade, weil er auch eher klassische Linien gezeigt hat, er nicht der massivste war. Aber dadurch, dass er halt durch sein Posing und durch die exakte, wie er sich präsentieren konnte, sich durchsetzen konnte gegen Leute wie Arnold Schwarzenegger und so. Und wahrscheinlich ist es bei mir auch so, weil ich war ja immer der Schmalste eigentlich in der Klasse. Und das denken wahrscheinlich. Aber ich habe halt immer, ich arbeite halt immer so gut ich kann, dass ich auch eine gute Härte hinkriege. Und versuche halt durch mein Posing halt zu punkten. Was halt wahrscheinlich ein bisschen anders ist als bei den anderen Jungs, die halt mehr Muskelmasse mitbringen und ja. Ich persönlich finde ganz ehrlich, dass gerade die alte Riege sehr interessant ist. Klar. Also ein David Hoffmann, der macht es ja vor. Natürlich. Auch sehr, sehr altmodische Linie, aber dennoch sehr erfolgreich. Und du bist damals, das weiß ich noch, da bist du ja als Junior auch noch gestartet. Genau, ja. Warum gab es nie den Wechsel zu den, sag ich mal, zu den großen Jungs? Wolltest du das persönlich nicht oder hast du schon früh deine Linie erkannt? Also ich habe das so gesehen, natürlich, als ich David Hoffmann gesehen habe, der hat mich dazu gebracht, überhaupt mich mit Classic Bodybuilding so zu, also nicht Classic Bodybuilding, sondern dieses klassische, ja, von den 70ern, als ich den Hoffmann gesehen habe und er da, zum ersten Mal habe ich die Vakuumpose da gesehen, ja, und ich war so, boah. Die kannst du auch, richtig? Also, ich habe es geübt, ja, so wie ich es bei ihm gesehen habe, ich so, das muss ich können. Das wollen wir gerne mal sehen. Okay. Die Vakuumpose ist natürlich im Sportbereich sehr bekannt, ich gehe mal aus dem Bild, weil meine fette Vakuumpose will keiner sehen. Wir wollen eine richtige sehen. Wow. So sieht das aus, die sogenannte Vakuumpose. Und wie wir natürlich auch an Master seiner Linie sehen können. Was ich ja sehr interessant finde, wie du schon selber sagst, ich würde jetzt nicht zu nahe treten, also körperlich schon, aber jetzt nicht vom Wort her. Was ich sehr interessant finde ist, du sagst ja selber, du bist nicht gerade so ein richtig massiger Typ, aber wenn wir uns mal die Arme zum Beispiel angucken, dieser ausladende Trizeps, all diese runden fiesen Schultern, sag ich mal, dann weiß man auf jeden Fall, dass da richtig Arbeit hintersteckt. Hast du heute dein Konkurrenzfeld ein bisschen beobachten können? Ja, muss sagen, sehr starkes Feld. Die waren richtig gut, aber wir kommen hierher, um uns mit den Besten zu messen und das kann man sowieso nicht beeinflussen, ja. Da war ein Schrank, ja, der war so 2 Meter groß und 2 Meter breit. Da habe ich gedacht, boah. Lange Haare rein zufällig? Ganz kurze Haare. Das war so ein... Ja, genau, so, der sah brutal aus. Aber hey, das ist ja gerade halt das Coole, so, ja, dass sich halt so verschiedene Körpertypen dann in einer Klasse treffen, wo es auch Gewichtslimit nicht wirklich. Also auf der Bühne stehen halt so unterschiedliche Athleten, ja. Und das macht mir dann mehr Spaß, so, wenn ich mich besser platziere, als so ein Typ, der doppelt so breit ist wie ich. Und eigentlich, wo man denkt, trainiert die überhaupt, also wegen mir so, ja. Und aber das macht Spaß. Und ist total, eine Herausforderung. Ist auch total faszinierend. Wer Maße nämlich mal verfolgt, der startet von Jahr zu Jahr. Wann war das bei uns? 2008? 2008. 2008 hat er mir bei der Juniorenklasse richtig den Arsch versohlt. Zu Recht natürlich, weil da sah er schon Bombe aus. Und ich persönlich bin sehr, sehr froh, dass er ein Athlet ist, der immer wieder dem deutschen Sport, auch dem DBFV, treu geblieben ist. Und wir sind gespannt auf morgen. Wir sind gespannt, um morgen mal wieder ein paar Bilder zu sehen, um mal wieder in die Vergangenheit versetzt zu werden. Und ich glaube, für viele ist das auch sehr, sehr schön anzusehen. Ja. Marcel, wir wünschen dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank, mein Freund. Bis morgen. Bis morgen. Und schlaf schön, mach dich schön aus. Super Athlet. Dankeschön. Dankeschön. Morgen, Posing Patrol.